Hallo, mittlerweile habe ich den Arduino mal angeschlossen. Und zwar ist das 12-Volt-Netzteil, steckt jetzt in der Buchse drin und versorgt den Arduino mit Strom. Und wie schon vorher im Video erwähnt, die Lüfter auch. Am Anfang steht auf dem Display erstmal Lüftung und Wärmetauscher, damit man weiß, worum es geht. Und gesteuert wird das Ganze mit den Tasten. Das werde ich jetzt mal vorführen. Im Moment läuft der Lüfter noch nicht. Und sobald ich jetzt auf die obere oder untere Taste drücke, kann ich den Lüfter steuern. Und zwar mit der oberen Taste kann ich die Umdrehung erhöhen und mit der unteren Taste kann ich den Lüfter verlangsamen. Jetzt drücke ich erstmal oben drauf, fängt der Lüfter an zu laufen. Und im Display steht Lüfterstufe 1. Es gibt insgesamt 5 Stufen. Durch die kann ich mit den beiden Tasten durchschalten. Nach oben bedeutet eine höhere Stufe, nach unten bedeutet eine kleinere Stufe. Jetzt gehe ich mal so langsam weiter bis auf Stufe 5. Ich habe mal so ein bisschen Verpackungsmaterial hingestreut, damit man auch sieht, dass sich was ändert an der Lüfterdrehzahl, denn im Video sieht man es nicht. Jetzt gehe ich auf Stufe 3, Stufe 4. Tut sich schon ein bisschen was und das ist Stufe 5, das ist die höchste Stufe und das Ganze geht in die andere Richtung mit der Runter-Taste. Und zum Beispiel auf Stufe 4, Stufe 3, 2, 1 oder 0, das ist dann aus, dann hört der Lüfter auch auf zu laufen. Wenn man jetzt ganz schnell die höchste Stufe haben will, kann man auch länger auf die obere Taste drücken, oder wenn man stoppen will ganz schnell, kann man auch länger auf die untere Taste drücken. Wenn ich länger auf die obere Taste drücke, dann geht der sofort auf Stufe 5. Das kann ich jetzt einmal machen. Drücke ich also 3 Sekunden ungefähr drauf und dann ist er auf Stufe 5. In die andere Richtung geht es dann der Runter-Taste. Wenn ich da länger drauf drücke, geht er sofort auf Stufe 0. Dann habe ich ja noch die Temperatur- und Feuchtesensoren. Die frage ich mit den Links- und Rechts-Tasten ab. Mit der linken Taste Zulufttemperaturen abfragen. Und mit der rechten Taste, mit der Taste nach rechts, kann ich die Ablufttemperaturen abfragen. Im Moment sind die natürlich alle gleich, weil die Temperatursensoren hier alle auf dem Tisch liegen und natürlich die gleichen Temperaturen und Luftfeuchten anzeigen, wobei die Luftfeuchte auch manchmal abweicht, weil der Sensor nicht so genau ist. Ja, mit der Taste hier rechts kommt man dann in eine Übersicht, nenne ich das. Da wird einfach die Lüfterstufe und die Innentemperatur angezeigt. Und das wäre es erstmal so von der Steuerung. Das ist erstmal eine sehr einfache Steuerung, damit man das Lüftungsgerät mit dem Wärmetauscher erstmal in Betrieb nehmen kann. Später kommen noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel ein CO-Sensor. Ein kleiner Summer, der Alarm schlagen kann, wenn mal ein Lüfter ausfällt oder die CO-Werte zu hoch werden. Und dann wird es noch ein Heizregister geben. Das kommt dann später dazu. Erstmal ist das hier die erste Version von der Steuerung. Damit kann man zumindest das Lüftungsgerät erstmal laufen lassen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!